Hey, hallo, hallo. Heute gibt es einen kleinen Einblick und zwar in Tape-Shootings. Sieht man das hier? Ja. Ja. Und zwar habe ich seit einigen Jahren eigentlich schon immer wieder Videos gesehen über das Black Tape Project und dachte mir, gut, das kann man doch ausprobieren. Und ja, jetzt gebe ich dir einen kleinen Einblick dazu. Und da ich nicht wirklich ein Model quälen wollte, dabei auch mitzufilmen während dem stundenlangen Bekleben, wird heute die Hildegard hier herhalten. Viel Spaß, während ich aufbaue, erzähle ich dir dann noch ein paar Sachen dazu. Okay, angefangen hat alles mal mit einer YouTube-Recherche. Black Tape Project, super heißer Tipp. Da waren Inspirationen drin ohne Ende. Dann ging es weiter mit einer Google-Bildersuche. Pinterest habe ich noch ein bisschen geguckt und ja, da gab es Bildideen ohne Ende, verschiedene Muster, verschiedene Körper, verschiedene Dreiecke, Vierecke, Rauten und so weiter. Dann ging es auch schon ans Model suchen bzw. dann noch Model finden. Hier hat sich ein bekanntes Model gemeldet bei mir. Sie möchte mal was Verrücktes probieren, sage ich, ja klar, das ist verrückt genug, das gehen wir an. Ja. Zum Bekleben selbst noch. Ich habe das Model meistens sitzen lassen, also nicht stehend, wie man es oft in einem Video sieht, weil, naja, ab dem dritten, vierten Klebeband-Shooting ging es dann leichter, aber die ersten waren wirklich sehr, sehr mühsam, für mich vor allem, ja, und das dauerte einfach stundenlang. Und ja, verschiedene Muster gibt es eben, Kreise, Dreiecke, Vierecke, verschiedene Linien. Klebeband habe ich dann auch noch rausgesucht. Hier eignet sich am besten so ein Standard-Isolierband, Elektrikerband, keine Ahnung, werde ich dir dann verlinken unten. Dann benötigst du noch eine Schneidunterlage, eine Schere, dann so ein Cuttermesser oder ein Stanley-Messer. Und ja, im Black Tape Project, man sieht hauptsächlich schwarzes Klebeband. Ich habe dann noch buntes, also verschiedenfärbiges Klebeband ausprobiert. Rot und grün und blau. Und, ja, hat verschiedene Effekte, sieht dann ganz cool aus, violett. Schwarz und Violett und so weiter, passt dann sehr gut zusammen. Das Model selbst, ja, sollte sich ordentlich rasieren bzw. die Haare entfernen. Ansonsten wird dieses Problem dann automatisch gelöst. Ich habe dann vorher die Mails auch noch mit Hautcreme einschmieren lassen, ganz dünn. Es lässt sich dann einfach das Klebeband leichter lösen und ja, die Hautrötungen sind dann nicht so schlimm. Auch vorher immer fragen, ob jemand sowieso eine Allergie hat, oft so eine Pflasterallergie und dann ist sein Tape-Shooting nicht wirklich optimal. Je nach Körperbau und ja, welche Stellen man eben beklebt, kann man dann auch verschiedene Linien finden und einfach Körperstrukturen und Körperformen vom Model extrem betonen. Für untenrum habe ich gesehen, beim Black Tape Project haben die Mädels meistens nichts angehabt. Das war mir dann doch zu blöd, also ein einfacher Stringtanker hat gereicht und den dann einfach überklebt oder anschließend in der Bildbearbeitung dann einfach alles entfernt. Für den Anfang kannst du auch probieren, kleinere Abschnitte zu fotografieren bzw. kleinere Abschnitte mal zu bekleben und dann Detailfotos zu machen. Du kannst dir auch vorher überlegen, ob du nur die Vorderseite machst, die Rückseite, beides, Beine mit, Hände mit. Also hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einfach probieren und Spaß haben. Für die Brust ist das recht toll. Mit dem Klebeband kann man wirklich, ja, ich sag mal, ein BH nachbauen. Und ja, viel Spaß und ausprobieren. So, Hildegard ist aufgebaut. Sie ist auch schon total begeistert. Naja, fast. Erster Schritt war eigentlich immer beim Tape-Shooting abgeben. Ja. Hat vor allem den Vorteil, dass sich das Model definitiv wohler fühlt gleich von Anfang an. Anfang dauert ein bisschen, irgendwann
Schnittflächen, müssen nicht immer gerade sein, die können auch schräg sein. Dadurch ergeben sich auch tolle Muster. Muss auch gar nicht symmetrisch sein. Aber alles, was in den Schritt ging, habe ich die Mods selbst geben lassen. Und jeder, der glaubt, das sei mega geil und toll, auf einer Mod herumfummeln und alles, hey Leute, ihr seid in der falschen Branche, ganz ehrlich. Und für Visas ein Tipp, macht richtig Spaß und lässt sich auch mit Maker und so weiter super kombinieren. Bildbearbeitung zu tun haben und ja, Photoshop wird immer dazu kommen. Sie entstellen natürlich auch die natürliche Bewegung von Modern immer wieder Falten. Ihr müsst wirklich probieren. Es sieht auf den Videos immer so einfach aus. Ich glaube, die ersten 2 bis 3 Schritte sind die Hölle mit dem Gefühl. Dreiecke habe ich versucht, ganz am Anfang mit der Schere, dann auf der Schneidunterlage zu schneiden. Also gleich die Dreiecke raus, aber es geht am einfachsten, direkt hier die Dreiecke rauszuschneiden. Ja, hier, ja. Oh. Schnitt. Steht es immer unter Spannung, dann wird es dünner, ja? Dann zuerst entspannen lassen, dann zieht es sich wieder zusammen, weil sonst zieht es sich auf der Haut zusammen und ja, wirft dann mega Falten. Mit der Schneidunterlage kannst du auf dem Klebeband auch verschiedene Muster rausschneiden oder dünnere Streifen machen. Streifen behalte ich immer auf, braucht man immer wieder mal zum Spüren.
lassen, dass ich mich nur häufig verhalten würde. Formen einzubauen und ja, Dreiecke, Linien, habe auch, als gerade da war, Rot eingebaut, dafür auch die Schneidunterlage, da habe ich das Klebeband einfach halbiert und ja, vielleicht gefällt es dir, hast du Feedback für mich, wäre toll, irgendwelche Fragen, Anregungen, würde mich total drüber freuen. Und jetzt gibt es noch eine kleine Übersicht, was da alles draufgeklebt wurde und dann geht es weiter in der Bildbearbeitung.